Amira Pocher entschuldigt sich nach Sebastian Pynek-Ekler. Leider nicht cool von Amira und Depressionen sind eine ernste Angelegenheit, schreibt Oliver Pocher und nimmt damit Bezug auf eine Aussage von Sebastian Pynek. Wieder Ärger bei den Pochers, nur diesmal ist es ausgerechnet Amira Pocher, die in der Kritik steht. Die 31-Jährige fiel in den letzten Wochen anders als ihr noch Ehemann durch ihre Zurückhaltung in Sachen öffentlich ausgetragene Querelen auf. Während Oliver Pocher jede Gelegenheit nutzt, um gegen Amira zu sticheln, hüllt sich die zweifache Mutter, was die Trennung betrifft, in Schweigen. Einzige Ausnahme, ihr Podcast Liebesleben mit Bruder Hima. In den ersten zwei Folgen schilderte Amira ihre Sicht auf die Dinge, was sie genau erzählte, kannst du hier nachlesen. Für Amira Pocher war Sebastian Pyneks Klinikaufenthalt offenbar Gossip. Auf Amira warf ihre Zurückhaltung in der öffentlichen Wahrnehmung ein gutes Licht, Oliver Pochers Verhalten rief kritische Stimmen auf den Plan. Nun ist es jedoch Amira Pocher, die für Kopfschütteln sorgt, allerdings mit einem Fauxpas, der bereits mehrere Jahre zurückliegt. In einer Folge des Podcast Pietro and Friends hatte sie nämlich psychische Probleme einer Person thematisiert, die zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht bereit gewesen war, diese Informationen zu teilen. Der war nachweislich in der geschlossenen anscheinend. Mir hat das jemand vom Personal geschrieben, so Amira 2021 im Gespräch mit Pietro Lombardi. Gemeint war der ehemalige Bachelor Sebastian Pynek. Ex-Bachelor Sebastian Pynek spricht über Depression und kritisiert Amira Pocher. Damals schwieg der Rosenkavalier, logischerweise, doch heute kritisiert er Amira Pocher für ihre Aussage, wenn auch nur indirekt. Bei mir ist es jetzt schon einige Jahre her, dass ich mir Hilfe gesucht habe, offenbart er in seiner Insta-Story. Er habe damals unter Depressionen, Panikattacken und einem Burnout gelitten. Alles in der Zeit, als ich in die Öffentlichkeit kam. Er habe seine Krankheit jedoch nicht öffentlich machen wollen. Stattdessen habe er sich auf seine Genesung konzentrieren wollen. Wenig später folgt der Verweis auf Amira Pocher, es gibt nicht immer Leute, die eure Geschichte in den Podcast verpacken, um damit zu entertainen. Der vorangegangene Satz hatte gelautet, wer den Mut findet, gegen seine inneren Dämonen zu kämpfen, dem können Dämonen von außen nichts mehr anhaben. Oliver Pocher lässt sich Gelegenheit nicht entgehen und schießt gegen Amira. Die indirekte Kritik an Amira Pocher ist angebracht, doch auch Pynek hatte sich gegenüber der noch Ehefrau von Olli Pocher einst fragwürdig verhalten. 2020 hatte er ihr öffentlich Vorwürfe gemacht, nachdem sie Rollschuh gefahren war, während sie ein Kind erwartete. Meine Frau hat so viel Verantwortungsbewusstsein, die würde sich niemals Rollschuhe anziehen während der Schwangerschaft, urteilte er. Nicht die feine englische Art. Sein erster Lapsus rechtfertigt aber natürlich nicht ihre Getratsche über seine Erkrankung. Für Oliver Pocher ist die öffentliche Kritik an Amira natürlich ein gefundenes Fressen. Leider nicht cool von Amira, so der Komiker in seiner Story. Die Aussage habe sie nicht in die Pochers getätigt, stellt er noch klar, sonst wäre das Statement auch nicht so veröffentlicht worden. Depressionen sind eine ernste Angelegenheit, so sein Schlusswort. Ob man diese Einordnung von ihm brauchte, sei dahingestellt. Amira Pocher entschuldigt sich bei Sebastian Pynek. Amira Pocher hat sich nach dem Eklat beim Ex-Bachelor entschuldigt und ihre eigenen Worte als dumm bezeichnet. Ich kann mir heute überhaupt nicht erklären, wie ich vor zwei Jahren solche dummen und verletzenden Aussagen treffen konnte, so die 31-Jährige in einem Statement gegenüber RTL. Sie habe sich nun in einer persönlichen Nachricht bei Sebastian Pynek entschuldigt. Es tut mir aufrichtig leid,